Ist doch mehr als genug Essen da. Und warum ist hier überall Blut? Es fehlt wirklich jemand mal, der putzt. Ein bisschen Holz für meinen Generator. Genau, trag den Scheiß mal weg. Da soll die Barrel gar nicht hingehen. Jetzt haben wir nämlich wieder verschwendet, den für uns zu gewinnen. Du könntest auch kochen. Wenn du willst. Immerhin kocht sie eigentlich gerne. Aber wenn sie dann zu langsam ist und Malone macht das. Sie hat auch einen neuen Cowboy-Hut. Den haben wir sogar selbst hergestellt hier. Ach ja. Das ist die Parke. Jetzt haben wir 4 Cowboyhüte hergestellt und alle haben die Cowboyhüte aufgesetzt, nur nicht der eine. Der Ignat. Der Ignat trägt jetzt weiter hier die Kamelhaarmütze. Seit wann hast du so eine Frisur, wird im Chat gefragt. Mein Gott, wie lange warst du schon nicht mehr hier? Die Frisur ist ja schon ein halbes Jahr alt. Ich war zwar jetzt nochmal beim Friseur, aber es ist in etwa das, was ich früher auch schon hatte dann. Mein Tier ist nicht trainiert, mein Tier schläft. Ich bräuchte auch Fleisch, um das Tier zu trainieren. Ich weiß gar nicht, ob wir zurzeit einen haben. Du wärst ein guter Tierpfleger. Ich glaube, auf den das Tier mal geprägt war, ist auch schon tot. Ah nee, es ist auf Ignat geprägt. Ich glaube, da ist keine Kotze, das ist nur Dreck.
Hallo? Mach das auch weg. Dann fühlt der Gefangene sich auch ein bisschen besser. Und vielleicht kriegen wir ihn dann besser angeworben. Eigentlich mag der uns ja auch schon. Oder? Ja, den Ignat findet er gut. Table. Koch, Konstrukteur. Für Bergbau, Handwerk geeignet, auch für Tiere. Ich fange den mal einfach direkt. Der kann ja auch sich genesen, wenn er in der Zelle liegt. Übrigens, Geysire, die hier sind, die kann man später auch für Energiegewinnung nutzen. Muss man aber auch erstmal erforschen. Achso, die baut jetzt erstmal die Heizungen. Table Janitor kann wieder laufen. Insgesamt hat er nicht viele Verletzungen davon getragen. Er wird auch nicht von jetzt auf gleich für uns sein. So, Vorratskapsel kam runter mit leckerem Essen. Da oben liegt sogar noch Stahl. Hier sind noch komprimierte Bauteile und sowas. Das müssen wir aber später mal abbauen, wenn wir auch den Bedarf haben. Im Moment haben wir ja noch 27 Bauteile. Das ist schon okay. So, das kann keiner mehr anbauen, weil keiner da ist, der so gut in Landwirtschaft ist. Und er hat eine Infektion bekommen. Ja, das war mir klar, dass wir Stromprobleme kriegen. Deshalb habe ich eigentlich der Dame schon gesagt, die soll mal langsam den Aufbau machen von der weiteren Solaranlage. Der Barrel. Ach so, und es ist gerade vom Strom her problematisch. Bau den eben auf. Wir brauchen den Saft einfach. Weil ich habe gerade nichts zum Verbrennen für den Generator. Da müssen erst die Bäume hier gefällt werden. Damit fangen die gerade erst an. Noch eine Rettungskapsel. Ein Sheriff. Fernkampf-Nahkampf-Spezialist. Und für Tiere. Und kann sonst nichts. Ohne Witz, der hängt die ganze Zeit bei einer Kolonie dann und frisst nur. Ich glaube, den lasse ich einfach verrotten in der Ecke. Generator ist gleich wieder an.
Ich glaube, Mie lässt den jetzt, beziehungsweise trägt den jetzt voll. Aber wir haben dennoch die beiden Solaranlagen gebraucht, beziehungsweise eine zweite. Gleich sind die automatischen Geschütze auch fertig erforscht. Dann können wir ein bisschen bessere Verteidigung aufbauen, um halt auch gegen andere mal, beziehungsweise gegen einen etwas größeren Ansturm von Piraten zu überleben. So, Gehorsam hat er gelernt. Als nächstes sollte er den Transport lernen von Gegenständen. Oh, ein Hase ist einfach zahm geworden. Dann schlachtet den. Weil ein Hase produziert nichts außer Hasenköttel. Damit kann ich nichts anfangen. Da kann ich den lieber jetzt, wo er zahm ist, mal eben kurz hingehen, schlachten. Wieder zurückbringen. Und ja, es ist ein Stromproblem da. Leistung verbunden 0. Eigentlich kann das nicht sein. Der brennt gerade. Können wir den Tag auch besser einspeichern. So, Quasimodo hat nichts gelernt. Wir kriegen noch eine Erdbeerernte rein. Kartoffelernte schaffen wir auch noch. Ich glaube, bis zum 6. können die eigentlich wachsen. Ja, bis zum 6. im Herbst. Also können wir bei den Feldern, ne? Die Aussaat verbieten. Weil mehr als eine Ernte kriegt er nicht mehr raus. So, automatische Geschütze abgeschlossen. Sehr schön. Was wäre als nächstes praktisch? Die Hydrokulturen sind zwar ganz witzig, aber auch ein bisschen klein. Dann kriegt man halt so einen Vierer-Bereich, wo halt man Sachen anpflanzen kann. Ich glaube, das sind wirklich 4 Bepflanzungsfelder. Ist ziemlich teuer, da kann man das lieber anders machen. Schusswaffen und andere Maschinen herstellen, sowie Mechanoiden in ihre Ersatzteile zerlegen. Elektrische Schmelzöfen, damit kann man jegliches Metall noch einschmelzen. Aber ich glaube, ich mache Mechanik, weil durch die Mechanik dürfte ich dann, glaube ich, Bauteile herstellen können. Die ich halt für viele Sachen benötige, um die zu produzieren. Ich mache den Raum mal etwas schöner. Wir haben ja irgendwann mal die Sandsteine eingesammelt. Dann schlafen die im Raum und sagen, ach, das ist aber ein schöner Boden. Da kotze ich viel lieber drauf. Wenn wir das jetzt schon erforscht haben. 175 Stahl, 3 Bauteile.
erstmal den Abbau vom Stahlplan. So, machen wir die Abfallzone etwa so dahin. Geschütze brauchen übrigens auch Strom, wie ich die nachher baue. Die dürfen nicht zu nah aneinander stehen, weil wenn die zu viel Schaden nehmen, explodieren die. Aber irgendwann muss ich die zwei da an der Seite auch mal für mich gewinnen, oder? Bei ihm haben wir noch gar nicht versucht, ihn für uns zu gewinnen. Dann machen wir es ab jetzt. Schreckliche Baracke. Zählt doch nicht so ein Blödsinn. Das ist das wunderschönste Gefängnis, in dem du jemals sein wirst. Wie wir sehen, wird die Laufgeschwindigkeit etwas besser, wenn wir Bodenmaterial verlegen. Holz brennt natürlich am besten als Boden, ist auch das günstigste. Kann auch bei mir einen schönen Holzboden verlegen. Waren die Geschütze nicht mal größer? Glätten der Böden ist billiger. Anstatt dass ich das Holz verwende, ne? Hm. Jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich Holzboden. Dit. Holzhacken. Bap. Bap. Mörser sind 4x4 groß. Aber Mörser besitze ich noch nicht. Da musst du den letzten Rest rausholen. Ein neuer Rekrut! Wir haben Alessia angeworben. Und Alessia kann... Fernkampf, Landwirtschaft, Konstruktion, Kunst und Handwerk.
Nehmen wir das Überlebensgewehr dann schon mal. Und den Cowboyhut, der will der andere nämlich nicht tragen. Finde ich doof, dass ich hier in der Übersicht nicht sehe. Ich sehe zwar, wie gut die sind, ich sehe aber nicht mehr, ob das dem wirklich liegt. Du kannst mit dem Mörser auch einfach 20 Mal in eine Richtung schießen. Und hoffen, dass du irgendwas triffst. Weil gerade gesagt wird, du brauchst sehr viel Fernkampf dafür. Aber kann auch sein, dass du einen gewissen Fernkampfwert inzwischen brauchst, um den überhaupt bedienen zu können. Ich habe dieses Gefühl, ich schaffe es nicht rechtzeitig, die Verteidigungstürme zu bauen. Ach doch, einer steht schon. Gut, den müssen wir nur noch mit Strom verbinden. Die müssen auch voneinander getrennt mit dem Strom verbunden werden, weil sonst explodiert einer und alle gehen kaputt. Weil kein Strom mehr da ist. In den Feldern sind kleine Sterne, daran kannst du sehen, was er will. Ach, die habe ich noch nie gesehen. Du meinst, hier ganz unten rechts ist so eine ganz kleine Flamme. Daran sieht man, ob er daran interessiert ist oder nicht. Ja, jetzt sehe ich es auch, nachdem es mal gesagt wurde im Chat. Malone wäre zum Beispiel der Einzige, der wirklich arbeiten, also beziehungsweise der wirklich Bauarbeiter sein will. Also die Geschütztürme stehen. Könnte vom Strom ein bisschen eng werden. So, du hast keine Waffe. Weil du denkst, du wärst ein Jäger. Aber Jagen ist eh total unbrauchbar bei uns. Der schmeißt Hufeisen. Eine Hochzeit steht an. Hui! Mia hat den Heiratsantrag von Ignat bekommen. Irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen. Überleg dir einen Hochzeitsplatz aufzustellen, wenn du kontrollieren willst, wo die Zeremonie stattfindet. Ja, einfach hier vor den Geschützen.